Der Friedrichsplatz in Kassel ist mit einer Größe von etwa 340 x 112 Metern einer der größten innerstädtischen Plätze Deutschlands. Der Platz wurde im 18. Jahrhundert angelegt und nach Landgraf Friedrich II. Benannt. Er ist eng mit der Geschichte der Documenta verbunden und spiegelt die Zeitgeschichte wider. Während der Wilhelminischen und der NS-Zeit wurde der Platz häufig für Aufmärsche und Militärparaden genutzt. Am Abend des 19. Mai 1933 fanden hier Bücherverbrennungen statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Platz durch die Frankfurter Straße geteilt, um dem zunehmenden Autoverkehr gerecht zu werden. Bei der Documenta 15, die das Ziel hatte, die Perspektive des globalen Südens zu präsentieren, waren nur wenige Ausstellungsobjekte auf dem Platz zu finden. Richard Bell ist mit einer Zeltbotschaft vertreten und weist auf den Widerstand gegen koloniale Machtstrukturen hin. An der Fassade des Friederizianums befand sich eine digitale Anzeige, die den Betrag angab, den die australische Regierung den Ureinwohnern für die Landnahme schuldet. Darüber hinaus hat der Documenta Food Market seine Foodtrucks und Lastenräder im oberen Bereich des Friedrichsplatzes aufgestellt. Der durch die Straße abgespaltene südliche Teil des Friedrichsplatzes sorgte kurz nach der Eröffnung der Documenta am 18. Juni 2022 für einen Skandal, der sich wie ein Schatten auf den weiteren Verlauf der Weltkunstausstellung legte. Das 20 Jahre alte Werk namens People's Justice des indonesischen Künstlerkollektivs Tarin Padi sorgte für eine Welle der Empörung. Die großflächige Bannerinstallation zeigt in einem Ausschnitt einen Soldaten mit einem Schweinsgesicht. Er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift Mossad, die Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Die Verantwortlichen der Documenta entschieden am Montag, dem 20. Juni zunächst, das Werk mit schwarzen Stoffbahnen zu verhängen. Am Dienstagabend wurde es dann ganz abgebaut. Namhafte Politiker blieben aufgrund des Bildes der Documenta fern, andere forderten einen größeren Einfluss der Politik bei der Auswahl der ausgestellten Objekte. In der Folge gab es immer neue Antisemitismusvorwürfe und Forderungen nach einem Abbruch der Ausstellung. Leider wurde die Chance, über das Bild in einen Dialog zu kommen und die Hintergründe des Konflikts zu erhellen, nicht genutzt. In Kooperation mit der Documenta 15 erarbeitete die BDA-Gruppe Kassel 8 Beiträge zur Ausstellungsarchitektur. Am Friedrichsplatz wurde der Reflecting Point Kohlemuseum geschaffen. Der Platz, an dem das skandalträchtige Kunstwerk abgebaut wurde, blieb wochenlang leer. In unmittelbarer Nähe entstand Ende August in Zusammenarbeit mit mehreren Schulen ein Objekt aus Holz und Stoff. Der Titel lautet Voices, also Stimmen. Es sind Stimmen gegen den Hass, der im Internet und anderswo verbreitet wird, gegen Diskriminierung und auch gegen Antisemitismus. Die Südostseite des Friedrichsplatzes wird von einem Steilhang begrenzt, der bis in die Karlsaue reicht. Das Kollektiv Britto Arts Trust aus Bangladesch hat an diesem Hang eine Freiluftküche in der Mitte eines Gartens aufgebaut, um gemeinsam zu kochen. Im Zentrum eines eigens angelegten bengalischen Gemüsegartens thronte die Küche unter Schirmen aus hellem Geflecht.
Im Rahmen der Documenta organisiert das Kollektiv eine Pakgo, eine soziale Küche. Menschen aus 100 Nationen kochen während der 100 Tage der Kunstausstellung gemeinsam ihre Lieblingsgerichte.